When I think about the way we used to be, when I think about the things it took from me, I know that I am so much better. So, meine Lieben, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich habe Alexander abgeholt von der Schule, habe aber jetzt noch gar nicht in seine Tasche reingeguckt, weil ich jetzt gerade schon am Kochen bin. Ich habe jetzt hier den Blattspinat. Ich musste jetzt erstmal aussortieren, gut und schlecht, weil der war jetzt schon 3 Tage im Kühlschrank und die ersten Blätter sind schon kaputt gegangen. Den werde ich jetzt erstmal ein bisschen kochen lassen und das erste Wasser wegschmeißen vom Spinat. Und dann werde ich da Spinatreis draußen machen. Also dann kommt, dann werde ich Spinat halt kochen und dann kommt der, was habe ich jetzt gesagt, dann werde ich Reis kochen, dann kommt der Spinat noch darunter. Und sag schon, den ganz, ach, ich bin heute nicht mit dem Kopf da, merkt ihr das? Und Tomatensauce, aber seht ihr ja gleich. Ja, und dazu mache ich dann noch diese Würste, diese pikanten Würste. Alexandra, was singst du immer? Sing mal. Nein. Sing mal. Nein. Hey Belladonna, du bist heißer als der Sommer. Deine Haut ist braun wie Mokka. Du bist gefährlich wie eine Kobra. Als ich dich sah auf meinem Radar, da war mir klar, das mit dir und mir könnte gehen. Für wie lang, das werden wir sehen. Vielleicht ein Tag oder ein Jahr. Oder wir stehen irgendwann vorm Altar. So, auf jeden Fall. Mein Kind spielt jetzt Roblox. Roblox hat er lange nicht mehr gespielt. Hat er sich verdient nach 4 Stunden Schulunterricht. Da hat man sich das doch verdient, oder? So, der Spinat, den habe ich jetzt ein bisschen hier gekocht, ne? Und jetzt habe ich hier, ja, jetzt mache ich den Reis, wie im anderen Video. Brutzel ich hier ein bisschen an mit, sag schon, mit Butter. Dann kommt das Wasser rein, was ich im Wasserkocher schon warm gemacht habe. Dann kommt der restliche, der restliche Reis rein und dann noch der Spinat und Tomatensauce. So. Ein bisschen das Wasser rein. Reis ist jetzt drin, dann kommt hier noch Salz rein und dann lasse ich das erstmal ein bisschen köcheln, ne, damit der Reis so mittel gekocht ist und dann kommt noch der Spinat rein und die Tomatensauce. Mal, das finde ich ja cool, das ist hier die Marke von Metro, die haben hier so ein wiederverschließbaren Verschluss, der ist gut, ne? Also finde ich besser, anstatt wenn das so offen ist. Ja. So, jetzt ist da ein bisschen von den passierten Tomaten drin. Der Spinat ist drin. Und jetzt lasse ich das fertig köcheln. Ne? Ist der Spinat dann. Bei mir muss der ja al dente sein. Der darf nicht ganz durch sein. Ja, und wenn es zu viel Flüssigkeit ist, dann werde ich die gleich ein bisschen wegschütten, weil ich glaube, ich habe zu viel an Flüssigkeit drin. Aber so schaut's aus. Ja, und die Würste werde ich einfach in der Pfanne gleich machen. Das ist übrigens das, was wir gegen die Drohne ausgetauscht haben. Hat er gestern schon angefangen. Hier dieses Lego-Auto. Einmal. Und das Lego-Auto. Das finde ich, sieht ja gut aus, ne? Genau, das hat er sich dann neu geholt. Und dann haben wir noch ein bisschen Knete geholt und Süßigkeiten, aber das war dann für das Kind vom Bekannten. So sieht das fertig aus und es schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Spinatreis mal was anderes, nicht immer nur Spinat. Die Würste dazu, aber ich bin mal gespannt, ob Alexander das essen wird. Das ist, glaube ich, absolut nicht seins. So, jetzt haben wir gegessen und jetzt werde ich mal meine Spülmaschine reinigen. Von Finish dieses Ding hier reinmachen.
Einfach nur die Kappe hier oben abziehen. Okay, ich brauche beide Hände. Nee, es klappt. Es klappt. Dann einfach, ich weiß nicht, muss man das schütteln? Nur in leere Spülmaschine anwenden, Aufkleber abziehen, Verschluss nicht öffnen, Flasche kopfüber in den Besteck, Geschirrkopf stellen. Geschirrkorb, Programm mit 65, mindestens 65 Grad wählen. Okay, also einfach hier reinstellen. Passt das denn? Kommt oben nicht dran. Nee, tut's nicht. So, dann. Tschüss. Gute Reise. Schupp. Und schupp. So, jetzt habe ich mir mal angeguckt, was hier im Ranzen drin ist. Auf jeden Fall ist es ein bisschen weniger geworden, nicht mehr so viel wie heute Morgen. Und wir haben das alles an Seiten bekommen. Die gucke ich mir jetzt an, was das alles ist. Ja, dann gucken wir mal, was wir hier zu Hause so machen müssen die nächsten Tage, ne? Ja, ihr Lieben, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich war bei meiner Mama. Wir haben Essenstausch gemacht. Wir haben, ich habe ihr von dem Spinatreis gebracht. Und sie hat mir das hier gegeben. Ich hoffe, ihr guckt mir jetzt nicht auf die Brüste. Ihr sollt hier hingucken, nicht dahin. Ja, das ist so eine Reissuppe. Also bei uns auf Griechisch heißt das Jouvalakia. Also das ist so eine Reissuppe. Und da sind so Hackklößchen drinne. Und diese Hackklößchen, die sind auch nochmal mit Reis gemacht. Also mit Hackfleisch und Reis. Und da kommt noch so eine Zitronen-Ei-Mischung rein. Ah, ich kann es euch nicht erklären, aber es schmeckt super lecker. Also ich mag das total. Nur ich finde das so aufwendig, das zu machen. Also selber habe ich das noch nie gekocht. Aber ich freue mich immer wieder, wenn Mama das macht. Und dann war ich jetzt gerade noch beim türkischen Laden. Und ich habe da einen riesen Fehler begangen, den ich überhaupt nicht gecheckt habe. Ich spaziere da so rein und vergesse meine Maske. Ich gehe an die Fleischtheke, habe Fleisch bestellt, hier 2x 500 Gramm Rindfleisch. Der sagt auch nichts. Ich gehe zur Kasse, auf einmal gucke ich so, wie mich die anderen angucken. Ich denke so, was gucken die so, ne? Was habe ich denn? Ich gucke so auf alle Menschen tragen eine Maske. Nur du nicht. Die, alle haben Glocken. Ich hatte die aber in der Tasche. Ich habe die einfach nur vergessen anzuziehen. Weißt du, das war, weißt du, das ist für mich Routine. Ich gehe hier um die Ecke zum Türken, will was einkaufen. Und das war für mich so wie ganz normal. Ich habe das total vergessen. Corona. Oh, ja, okay. Auf jeden Fall habe ich... ich rede mal wieder zu schnell und zu viel. Auf jeden Fall habe ich Hackfleisch geholt. Dann habe ich hier die... meine Freundin, mit der ich letztens im Park war, sie hat mir gesagt... Sie macht die Burger selber und dann holt sie hier diese Würzmischung für Frikadellen. Die habe ich jetzt geholt, wollte ich mal ausprobieren. Was habe ich noch geholt? Habe ich noch irgendwas geholt? Nee, das war's. Genau. Und dann wollte ich jetzt Burger machen, weil ich dann noch hier die... Moment. Sofort. Die Brötchen, diese... Burgerbrötchen habe von der Metro. Diese Vollkorn-Dinger, die sehen ja ganz cool aus. Ja, und deswegen mache ich jetzt Burger. So, ich mache jetzt hier die Burger. Ich habe hier diese Gewürzmischung geholt vom Türken. Für Köfte. Da musste ich also 1 Kilo Hackfleisch... 300 Milliliter Wasser und 2 Esslöffel Öl. Ich habe aber noch, weil ich das sehr gerne in meinen griechischen Frikadellen so drin, also reinmache, etwas Petersilie und etwas frische Minze reingemacht. Also Minze ist so ein bisschen ein Geheimtipp. Dann schmeckt das Ganze nochmal besser. Also eigentlich braucht ihr da gar nichts mehr reinzumachen, keine Zwiebel, nichts. Ist schon alles in der Gewürzmischung drin. Ja, dann gut verrühren. Eigentlich soll man das dann 2 Stunden in den Kühlschrank stellen. Alexandro hat aber jetzt Hunger. Ich werde ihm erstmal schon mal einen Burger machen, dass er schon mal isst. Und ich bin mal gespannt, wie das... ich bin mal gespannt, wie das gleich schmeckt.
Ja, ist gerade ein bisschen blöd ohne Stativ. Auf jeden Fall gibt man die Masse hier so rein. Und dann drückt man das einfach hier so. Einfach reindrücken. Und dann hat man einen coolen Burger Patty. Ja, von der Dicke auch super. Und rein damit. Nicht da drauf. Extra? Ja. Sonst willst du nichts drauf, aber ein Salatblatt, ne? Okay, guck mal, im Kühlschrank ist der Salat. Und dann noch den Käse drauf. Oh. Meinst du, das ist diese Kugel, oder? Ja, der offen ist. Da kannst du dir... Nimm den mal raus. Meinst du? Okay, ja. Das ist Salat. So. Dann nimmt man sich ein Blatt. Da. Muss man sauber machen. Trocknen. So, dann kommt das jetzt raus. Nochmal Ketchup oder Mayo? Oder beides? Hier ist alles ein bisschen stressig. Das ist schon mal Alexandros Burger. Yummy, yummy. Guten Morgen, heute ist Freitag. Wir haben jetzt 9:30 Uhr. Ich mache jetzt Alexandro Frühstück. Hoppala. Und ja, die Spülmaschine, ich hatte ja gestern hier diesen Reiniger reingetan. Jetzt will er nicht mehr raus. Ja. Und dann hatte ich erstmal ganz normale Programm gestartet für 3,5 Stunden, aber das ist diese Eco-Programm und da soll man ja ab 65 Grad reinmachen, damit sich das überhaupt auflöst. Ja, und dann habe ich das nicht beachtet und dann mache ich das Ding, also wo es zu Ende war, mache ich das Ding auf und sehe so, das ist noch voll. Dann habe ich erst gesehen, dass das Programm, was ich ausgewählt hatte, auf 50 Grad war. Jetzt habe ich das gestern Nacht nochmal angemacht und krass, es glänzt alles. Also richtig gut, dieses Ding. Ja, jetzt muss ich die Spülmaschine gleich noch einräumen, weil das ganze Geschirr hier rumliegt. Unsere Burger von gestern, boah, die waren echt lecker. Ich hatte 1 Kilo Fleisch geholt. Ich glaube, wir haben nicht mal 500 Gramm davon benutzt. Den Rest habe ich eingefroren, auch mit der Gewürzmischung. Ja, das muss ich gleich noch machen und ja, jetzt mache ich dem Alexander erstmal Frühstück. Lune, yeah. Ese hombre está mal. Es muy adicto a lo que diga la gente. Todo de money, pero pobre de su mind. Solo que dice, ¿no? Quiere todo eso. Si sabe perder lo que nunca tuve de chico quiero tener y ahora que lo tengo todo se siente bien víctima es que no es mi culpa que no tenga nada trabaja de noche hasta madrugar no poder mostrarles que sí es capaz y eres una víctima vaya pa su casa deje molestar eres como un pez perdido en el mar muestro porque quiero no es necesidad nah, nah, nah. Ich habe jetzt ein bisschen Haushalt gemacht. Alexandro macht mich heute echt kirre. Der weiß ganz genau, was er machen muss. Sagt die ganze Zeit, ihm geht es nicht gut. Er will sich ausruhen. Wir haben gerade 5 Minuten angefangen, Hausaufgaben zu machen. Ich gucke mir das mal an.
Ja, Planänderung. Jetzt hat Heiko angerufen und ja, die eine Seite haben wir jetzt schon fertig gemacht, aber den Rest nicht mehr. Jetzt habe ich die Sachen eingepackt, damit er die am Wochenende bei Heiko macht. Eigentlich hätte er ja Wochenende nichts machen müssen, aber ja, jetzt wird er halt jetzt abgeholt und nicht später und deswegen soll er die Aufgaben noch bei Heiko machen. Ja, ich packe dem jetzt noch die restlichen Sachen ein und dann übergebe ich ihm Heiko. Ja, und dann gucke ich mal, wie ich meinen Tag alleine so gestalte. Ist auch immer blöd, wenn das Kind weg ist, wenn man ganz alleine ist. Ja. So, ich habe jetzt gerade 3 Umstandshosen verkauft. Kam gerade ein Mädchen, sage ich immer, weil ich mich so alt fühle. Was für ein Mädchen? Also eine Frau, so, keine Ahnung, 20, 25 höchstens. Hat 3 Umstandshosen mitgenommen. Jetzt habe ich nur noch 3 da. Eine habe ich letztens schon verkauft. Und ich fand das letztens witzig, wo ihr gesagt habt, oh, vielleicht bist du wieder schwanger. Nein, Leute, ich kann nicht einfach so schwanger werden. Nein, also wo ich halt gesagt habe, dass ich meine Tage noch nicht bekommen habe so lange. Es lag einfach nur daran, wegen der Fehlgeburt, ne? Guck mal, das ist jetzt... Das ist April, Mai, 2 Monate her. Manchmal dauert das ja bis zu 8 Wochen, bis man die Periode bekommt. Und ich hatte ja dann auch noch den Fehler gemacht, dass ich zwischendurch die Pille genommen habe. Deswegen hat sich das alles noch nicht so eingespielt gehabt. Ja, ich fühle mich heute etwas besser, aber ich habe immer noch so ein Völlegefühl. Ich habe mir jetzt überlegt, ich werde gleich mal zur Sonnenbank. Ich bin sehr, sehr weiß im Gesicht. Ja. Ihr hattet mich auch gefragt, welche sind die besten Dating-Apps? Da komme ich auf jeden Fall noch zu. Aber jetzt mache ich mich erstmal ein bisschen fertig. Was heißt fertig? Aber ich werde jetzt erstmal zur Sonnenbank. So, ihr Lieben, wisst ihr, was ich jetzt erstmal mache? Ich bin noch nicht im Sonnenstudio. Ich muss erstmal die Wäsche aufhängen. Das ist fertig. Ich habe ja die Handtücher gewaschen auf 90 Grad. Und ihr hört schon, ich werde mir jetzt erstmal ein schönes Bad einlaufen lassen. Warm und cozy. Ja. Kind ist weg. Und ich werde jetzt erstmal schön relaxen. Ein schönes, relaxtes Wochenende anfangen. Unterwäsche hänge ich drin auf. Muss ja nicht jeder sehen, was wir tragen. Hallo meine Lieben, heute ist Samstag. Wir haben jetzt 2:30, nee, wir haben schon 2. Wir haben 2 mittags. Und ja, ich war im Zentrum. Gestern Abend hatte ich Besuch. Aber ich erzähle euch bald davon. Nur Geduld, nur Geduld. Nur Geduld, ist noch ein bisschen zu früh. Ja. Wir haben von unten Pizza bestellt. Habt ihr vielleicht in meinem Status gesehen. Und wir haben Bruschetta bestellt. Ich zeige euch mal, wie das Bruschetta in der türkischen Pizzeria aussieht. Das war einfach so Pizzaboden und da drauf so Bruschetta-Belag. Aber... ich muss sagen, also es sieht komisch aus auf jeden Fall. Huch. Aber es hat geschmeckt. Also es war echt lecker. Ja, und hier sind noch die Überreste von gestern, noch ein Stück. Ja, ich weiß gar nicht, habe ich gestern davon erzählt. Ansonsten, wenn nicht, sehe ich das jetzt. Wenn ja, schneide ich das hier raus. Ich bin einfach so hohl. Ich war ja gestern Sonnen. Und Jasmin sagt noch einen Tag vorher, nicht unter die Sonne, das gibt Pigmentflecken. Und ich bin so doof und habe das total vergessen und war gestern Sonnen. Ja, keine Ahnung. Also Pigmentflecken habe ich Gott sei Dank noch nicht bekommen. Toi, toi, toi. Aber ja, jetzt muss ich halt darauf achten. Und ich habe das auch gar nicht so geschnallt, dass ich einen Fehler gemacht habe. Und spätestens als ihr mich angeschrieben habt, habe ich dann verstanden, oh oh, ich bin doof, ich bin doof, ich bin doof. Ja. Wie gesagt, ich war im Zentrum, ich habe ein bisschen was geshoppt, zeige ich euch jetzt die Kleinigkeiten und ich rate euch, wenn ihr im Zentrum oder nach Zentrum plant zu fahren,
Seid geduldig, nehmt ganz viel Geduld mit, ganz viel Zeit. Sehr lange Warteschlangen. Und ich war auch nicht in jedem Laden drin, wo ich wollte, denn es war wirklich sehr, sehr voll heute. Also wenn ihr Wochenende hin wollt, dann nehmt euch ganz viel Geduld mit. Und auf jeden Fall nehmt euch was zu trinken mit, denn die Getränke sind zu teuer da. Und da, wo man Getränke holen möchte, dann gibt es auch Riesenschlangen. Also holt euch auf jeden Fall was zu trinken. Ja, ich war hier wieder bei New Yorker. Hab auch nicht mega viel jetzt mitgenommen. Ich glaube nur 3 Teile. Hab einmal so ein Overall mitgenommen, so ein rotes. Wie viel hat das gekostet? 20 Euro, auch wieder in 36. Kann ich ja gleich mal anziehen, dann könnt ihr das sehen. Dann habe ich mir so ein ganz schlichtes schwarzes Top mitgenommen für 2,99. Das habe ich in XL genommen, weil ich mag die ein bisschen breiter, diese Oberteile. Weil wenn ich mal so eine enge Jeans anhabe, dass man da die Speckröllchen nicht sieht. Genauso wie dieses Oberteil. Auch wieder in Schwarz. So. Aber das gab es leider nur... Ja doch, das gab es auch in XL für 6,99. Fand ich auch ganz schön. Ja, das war's. Diese 3 Teile habe ich mitgenommen. Mehr nicht. Das hat meine Mama gerade vorbeigebracht für Alexandro. Ja, jetzt bin ich wieder zu Hause. Ja, ich werde die jetzt gleich mal anprobieren. Dann könnt ihr mal gucken. Und ich werde jetzt noch das letzte Stück Pizza essen. Ich habe Hunger. Und dann gucke ich mal, was ich so mache. Let the old be dead. Let the shine.